Ja, hallo. Jetzt sind wir den zweiten Tag hier im Nationalpark und das ist so der erste, wie nennt man das, Campground, den man so erreichen kann vom Wohnmobilstellplatz aus. Und da vorne ist schon das Meer. Ja, und heute sind wir mal mit Hund unterwegs. Gestern haben wir dann schnell gemerkt, für den ist es einfach schon viel zu anstrengend, den kleinen Mann. Und Sandra hat dann tapfer gesagt, ich gehe zurück und hat uns das Feld überlassen. Und heute zeige ich ihr dann mal die auf der einfachen Strecke da, wo wir gestern schon mit Joelle dann auf dem Rückweg hergegangen sind. Ja, der Anton macht gerade ein bisschen Theater, da ist noch ein anderer Hund. Ich wollte euch mal zeigen, wie man hier übernachten kann. Also hier vorne steht ein Zelt, da hinten drin das blaue, wenn man das noch so sehen kann, da steht ein Zelt. Da stehen noch mehrere, aber alle mit genügend Abstand. Und das ist dann der morgendliche Ausblick. Es ist total ruhig hier. Und das Schöne, was ich hier dran finde, ist, du brauchst dich nirgendwo anmelden, du brauchst nicht irgendwie was bezahlen oder sonst irgendwas. Du musst dich an die Regeln halten und dann läufst du einfach rein in diesen Park und machst dein Ding. Und alle sind hier nett und höflich. Jeder hilft dem anderen, wenn er sich mal ein bisschen verlaufen hat, haben wir oben erlebt gestern. Ja, also ich finde es total entspannt hier. Ich bin total geflasht von dieser Ruhe und von dieser Relaxedheit der Schweden. Richtig, richtig cool hier. Ja, gestern sind wir schon mal hergelaufen und den habe ich gar nicht gesehen. Das ist schon mal ein ganz gehöriger Termitenhügel. Ja, gestern waren wir wahrscheinlich schon zu geschafft. Ist das gar nicht mehr aufgefallen. Und hier, die Dinger sind irgendwie größer als in Deutschland. Irgendwie das Doppelte. So gefühlt. Ja, haben wir eben am Strand schon gesehen. Ja. Wir waren schon gehörig. So, und da vorne könnt ihr jetzt dann auch mal gucken. So ist der Weg hier. Da ist ein kleiner Donnerbalken links. Da oben mit dem Fensterchen drin. Und daneben haben die jetzt überall so Unterstände. Da ist trockenes Holz. Und da vorne ist eine Feuerstelle. Ich zeige das jetzt mal einfach so aus der Ferne. Ich wollte ja auch nicht nerven. Ja, und da kann man dann lagern und sich abends sein Steak machen. So, jetzt sind wir am nächsten Strand angekommen. Jetzt kriege ich schon wieder Mecker, weil ich so gesagt habe. Anton kann ein bisschen im Wasser rumtoben und freut sich wie Bolle. Ja, auch hier, obwohl heute deutlich mehr los ist auf dem Weg, hier ist Platz für jeden. Auch hier sind wir alleine. Heute ist ein bisschen bedeckter, aber schön warm. Man kommt immer noch ins Schwitzen. Und Schatz, du bist ja noch gar nicht hier gewesen. Wie findest du's? Herrlich, das ist so urwaldmäßig und der Weg hier durch, das ist ein Traum. Ja, das ist es wirklich, ja. Das kann man nicht anders sagen. Wir finden es alle richtig super hier. Ja, da sind wir wieder und jetzt sind wir an dem Haupt, wie sollte man das sagen, Campplatz an der Küste, an dem Küstenweg. In dem Nationalpark. Und so sieht es hier aus. Kleine Hütte dabei. Da hinten auch wieder Donnerbalken. Ja, hier ist die Feuerstelle. Hier sind sogar ein paar Stege ins Wasser. Man kommt also auch mit einem Kanu oder einem Bötchen hier hin. In die Richtung da hinten, da liegt ja wohl nur die Stellplatz oder Parkplatz ist es eigentlich nur, Stellplatz ist es nicht. Ja. Oh, richtig schön hier. Es kommt sogar die Sonne noch ein bisschen raus. Aber es ist so eigentlich schon warm genug, bin eigentlich froh, dass heute bedeckt ist und die Sonne nicht so voll knallt.
Es macht es einfach total entspannt und angenehm, heute hier zu laufen. Und der kleine Mann, Anton, der hat Spaß ohne Ende. Und guck mal, jetzt haben sie hier sogar eine Bank hingestellt. Ein Picknicktischchen. Ja. Ja, und da hinten ist eine Insel. Da führt der Weg eigentlich sogar bis drauf. Ich bin mal gespannt, ob die da eine Brücke rübergeschlagen haben oder ob da ein Bötchen verkehrt. Aber da wir erstmal gucken, ob wir da überhaupt hinkommen, weil er ist schon ein bisschen müde hier, der junge Herr. Ist ja auch jetzt erst 18 Wochen alt, ne? Schon ein ganz schöner Gang, den wir mit ihm machen. Bis jetzt sind wir 5 Kilometer unterwegs. Nun sind wir in den Urwäldern, im Skuleskogen Nationalpark unterwegs. Das ist eines der wirklich letzten Waldgebiete, die noch in Ursprungsform sind. Hier sieht der Weg auch komplett anders aus und ja, ist schon eine andere Welt. Er ist richtig dicht und naturbelassener Wald. Sieht man eigentlich echt selten. Total schön. Jetzt sind wir an der kleinen Insel des Nationalparks. Hier ist wieder ein Rastplatz. Schöne Schutzhütte mit dabei. Ja, bin mal gespannt, ob man hier wirklich auf die Insel rüberkommt oder ein Boot nehmen muss oder wie auch immer. Das schauen wir jetzt mal. Aber für uns geht es auch gleich zurück, weil der kleine Mann, der kann nicht mehr. Man merkt so langsam, die Luft ist raus. Jetzt machen wir gleich erstmal eine größere Pause. Aber wunderschön hier. Nach zwei wunderschönen Tagen im Skuleskogen Nationalpark geht es nun für uns weiter. Freut euch auf das nächste Video. Wir freuen uns immer über einen Daumen hoch und ein Abo natürlich auch.